Big Update kam heute, sehr unerwartet, also muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr unerwartet, mit einer sehr interessanten Scroll. Dazu noch GG an alle Leute da draußen, die... Ja, kommen wir gleich zu, ja? Beziehungen, dies, das, hier steht das nochmal alles drin. Das gehen wir zuallererst durch, ja? Fangen wir ganz langsam an. So, fangen wir erst einmal dazu an. Okay, es kommt direkt als Anfang. Wir haben nach der Vorankündigung des Balance-Patch viele Rückmeldungen zum Meister der Kunst Feuer erhalten. Das Entwicklerteam überprüft derzeit das Fähigkeiten-Balancing des Monsters des Feuers. Bitte beachtet, dass der Meister der Kunst mit dem Update 633 ausgeglichen wird. Wir bitten um euer Verständnis. Jetzt einmal, jetzt muss ich alles ganz kurz. Triggerwarnung. Wenn ihr nicht meine Meinung dazu hören wollt. Ich bin schwachsinnig. Aber richtig hart schwachsinnig. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, weil dasselbe hatten wir vor ein, zwei Season auch mit dem Wasser-Ryu, dass der übelst broken war. In der, sagen wir mal, vor zwei Season wurde nichts gemacht. Da war der broken mit der Kombination teilweise mit Chongpong. Dann wurde in der darauffolgenden Season wurde Chongpong ein bisschen angepasst, was eigentlich nicht so viel geändert hat. Sogar, ja, war nicht so viel geändert hat, sage ich mal. Jetzt wurde Moore genervt, ja, was finde ich persönlich auch nicht mehr unbedingt sein musste, ja, weil es einfach zu viele Sachen gab, die drumherum ihn ausgecountert haben, beziehungsweise es wurde gut drumherum ein bisschen probiert, dass er weniger interessant wurde, sage ich mal. Was heißt weniger interessant wurde? Dass er leichter durchzusetzen ist. Und beim Feuerart ist es, wäre es genau dasselbe gewesen. Ja, er wäre nicht jetzt genervt worden, er wäre dann vielleicht im nächsten Patch genervt worden. Wow. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen doof, dass sie das gemacht haben. Jetzt trotz den ganzen Rumgeheule, sage ich mal. Ich kann es verstehen, dass es sein musste, aber die hätten es wie beim Moore auch im nächsten Patch machen können. Ja, das ist alles. Ja, wie gesagt, ich habe ihn zwar, ich benutze ihn auch, aber darum geht's gar nicht. Ich kann ihn auch, ich würde auch ohne ihn spielen. Also mir macht das nichts aus, wenn er jetzt nicht mehr playable ist. Juckt mich nicht. Ja, juckt mich nicht. Aber ich finde halt einfach nur diesen Vergleich, ja, mit Moore damals vor zwei Seasons und jetzt im Feuerart, weil es an sich genau dasselbe ist. Und ich verstehe es nicht. Naja, ich fand, er ist, klar ist er stark, broken würde ich persönlich nicht sagen. Ja, er ist stark, ja, und ja, es hätte was passieren müssen, das sehe ich auch. Aber man hätte auch warten können. Punkt. So, gehen wir weiter. Weg des Beschwörers Level 5 Quests. Genau, dazu kommen wir gleich, das überspringe ich mal ganz kurz. Es gibt eine neue Schriftrolle, legendäre alle Attributschriftrollen. Legendäre alle Attributschriftrollen. Es ist eine mächtige uralte Schriftrolle, in der die Energie aller Attribute Wasser, Feuer, Wind, Licht und Dunkel wütet. Eines der Net 4 bis 5 Monster mit einem Attribut aus Wasser, Feuer, Wind, Licht und Dunkel wird beschworen. Segen der Beschwörung, großer Segen der Beschwörung, wird nicht auf diese Schriftrolle angewendet. Das ist schon mal gut. Fazit zu dieser Rolle. Wir müssen uns einmal ganz kurz die Dings angucken. Die Rate der legendäre alle Attributschriftrollen. Wir sehen hier, dass die Rate von Licht und Dunkel bei 0,4 liegt und ein Net 4 aus 7,5. Bei einer normalen LD ist es so, dass es nur 0,5% höher die Chance ist, ein Net 5 zu bekommen. Und 1,5 ist es höher, ein Net 4 zu bekommen. Und es ist nicht ausgeschlossen, ein Hall of Hero Monster zu bekommen. Ah ja, genau. Ich sage, es ist nicht broken, auf keinen Fall. Dafür ist die Rate viel zu gering. Wäre es jetzt eine reine LD Legendary Scroll? Eher. Ist es nicht. Es ist eine alle Attribut-Scrolls. Ich habe bis jetzt auch noch keinen gesehen, der irgendwie ein Net 5, LD Net 5 daraus gezogen hat oder sonst was, muss ich sagen. Noch niemanden. Deswegen, ich sehe es bis jetzt noch neutral. Ja, also bis jetzt würde ich nicht sagen, dass das Game irgendwie dadurch jetzt hardcore drunter leidet. Ich meine, ja, es ist eine zusätzliche Chance, neben den LD-Scrolls ein LD Net 5 zu bekommen mit einer 0,5 höheren Chance. Aber das war es auch. Also ich muss sagen,
Es ist an sich einfach nur eine Legendary Scroll. Mit einer Minima. Also, man kann das gut mit den Street Fighter Scrolls vergleichen. Ja, bei den Street Fighter Scrolls war das ja an sich dasselbe. Nur, dass diese Chance halt minimiert war, welche Monster man bekommt. Ne? Und jetzt ist es halt so, dass du aus allen Monstern eine kleine minimale Chance hast, auch ein LD Net 5 oder halt ein Hall of Hero Monster zu bekommen. Ja, also, was ich gut finde, ist, eine kriegst du gratis. Ja, deswegen habe ich gerade PC einmal angemacht, damit man hier den Weg hier ein bisschen weitermachen. Ja, also das finde ich schon cool. Ja, dass man hier auch eine gratis bekommt, hier in dem Weg des Beschwörers, genau. Und finde ich cool. Ja, natürlich, man kann sich jetzt auch wieder welche kaufen, beziehungsweise jeweils zwei kann man sich extra kaufen. Wie gesagt, ob sich dies lohnt, also das Drumherum lohnt sich. Bin ich persönlich, 12 Aufarbeitungsstreite oder hier 4 Devilmons und 6 Runen deiner Wahl so gesehen, finde ich schon sehr cool. Also die Pakete, die zwei Pakete sind ganz cool an sich. Jetzt, wenn man mal die Legendary Scroll, auch wenn man sie weglässt, ist es schon cool. Vor allem die linke Seite mit den 4 Devils und so, das ist schon ganz cool. Also lohnt sich an sich schon die Pakete, wenn man das Geld dafür ausgeben möchte. Die ganz linke Seite für 17 Euro finde ich persönlich jetzt nicht so interessant und die ganz rechte Seite eher, das Devilmon ist dabei, eine LD ist dabei, ja doch, kann man machen, aber ich glaube am besten sind tatsächlich das, also hier das mit dem Devilmons und das hier mit den Aufarbeitungssteinen, wobei ich mir gewünscht hätte, dass die Runen und die Aufarbeitungssteine in einem wäre, aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil ich bräuchte beides in der Regel, ja, ich gamble derzeit hart nach einer Wille-Kritrate-Rune, aber naja, gut. Gut, Verbesserung des Menüs, Einstellung, Zahnrad-Symbol am unteren Rand des Kampfbildschirms. Ein Monster-Info-Menü, das die Informationen zu den Fähigkeiten von Monstern in Arena, Arena-Rivalen, Gildenkampf, Belauerungskampf, Tartaros-Labyrinth und Turm der Prüfung wurde hinzugefügt. Dass man sich die Monster angucken kann. Die bisherigen Kategorie verbindeten Buffs, Debuffs, Kampfeffekte geändert, um die Effekte des Schlachtfelds anzuzeigen. Okay. Buffs, Debuffs, die Informationen zu den vorteilhaften schädlichen Effekten, die Verbündeten und Feinden im Kampf gewährt aufgelegt werden, können überprüft werden. Okay. Der die Leader-Fähigkeiten eines Monsters, der Gebäudeeffekt und die Gilden-Fähigkeitseffekte können überprüft werden. Darüber hinaus. Ja, okay. Das sind so. Ja, okay. Kleine Sachen. Oh, Weltarena, Öffnung der Season 18 sieht man schon. Oh, Dämon. Wow. Okay, Dämon-Skill. Nice. Wie die Aura aussieht, der sollte man sich ja, glaube ich, schon angucken können. Ach, hier sieht man jetzt auch meinen Rang, by the way. Ja, 3,4. Wie gesagt, ich habe bei 3,6 aufgehört und ich bin gestiegen, ohne was zu machen. Finde ich gut. Und ansonsten kann man noch nicht angucken hier. Oh, kann man die noch nicht angucken? Oh, schade. Hätte mir die gerne die Aura angucken. Oder kann man sich hier vielleicht hier aber ich glaube, hier kam sie erst sogar noch später rein, dass man sich die hier angucken konnte. Oder? Ja, schade. Ich hätte die mir gerne angeguckt. Aber naja, kann man nicht angucken. Gut, ich glaube, das war's. Also wie gesagt, kurz Fazit, das mit dem Artmaster verstehe ich nicht. Hätte man ruhig noch eine Season warten können, hätte jetzt keinen großen Unterschied gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist ja nicht so, als ob der Artmaster keine Counter hätte oder so. Ja, er hat ja Counter. Wären keine Counter vorhanden oder er komplett broken, aber selbst in der Tierlist war er nicht als komplett broken angesehen. Ja, daher muss ich persönlich sagen, finde ich es ein bisschen voreilig. Wie gesagt, ich vergleiche das halt mit Moor, weil beim Moor haben die auch alle rumgeheult, die Leute, und es wurde auch nichts gemacht. Ja, wurde jetzt erst geändert. Ja, die haben eher drumherum geändert und das wäre hier auch der Fall gewesen. Die hätten drumherum ändern müssen. Die hätten einfach den Artmaster so lassen sollen, wie er ist, und hätten einfach Monster mal bauen sollen, interessanter machen sollen, die gegen den Artmaster irgendwie was machen. Ja, sowas halt. Das fände ich cooler. Ja, einfach mal uninteressante Monster einfach mal so cool machen oder interessant machen, dass die Leute sich die auch bauen. Ja, einfach mal Monster nehmen, die man so gar nicht sieht. Einfach mal richtig hardcore interessant machen. Und zack, hast du mal wieder was Neues. Ja, beispielsweise. Anstatt sowas. Bin ich eher der Fan von. Einfach andere Sachen besser anzupassen, um gegen was anderes klarzukommen, anstatt das, was jetzt gerade gut ist, wieder schlecht zu machen. Wow, für eine Season, der wird hundertprozentig useless. Werde ich jetzt schon. Den wird man nicht mehr sehen. Ja, und dann hast du wieder more Triple Revenge Werde-Meta, weil an Triple Revenge kann man nichts machen. Ja, und wow, cool. GG. Hast wieder die alte Meta. Wow, freue mich. Das mit der Schriftrolle, die finde ich, ist okay. Ist
nix OPs, muss ich sagen. Ja, die Chance besteht, ein LDNet 5 zu bekommen. Ich sehe es wie die Street Fighter Scrolls, muss man sagen. Und es ist nicht ausgeschlossen, ein... Achso, warte mal, hier unten steht ja, für die Quest besiege der Raubtier, wird die Mission abgeschlossen, wenn du es rappt. Ah, guck mal da, das steht ja sogar da, cool. Ja, also easy. Und... Ja, wie gesagt, ich sehe es nicht schlimm. Ja, und der Rest sind so kleine Sachen, da muss ich irgendwie auch gar nicht groß auf eingehen. Die Aura hätte ich mir gerne angucken und den Skin, aber geht noch nicht, leider. Gut, dann bin ich durch. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Patch haltet. Also ich weiß, dass viele, der Artmaster, ja, finde ich cool, dass ja das, weswegen der Patch so scheiße war, weil Artmaster war nicht dabei. Hätte man auch noch eine Season warten können oder sowas, ja. Also hey, man hätte es jetzt nicht noch rein zwischenquetschen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber kommt, es ist ja so... Ja, dann bin ich durch. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Wie gesagt, bleibt sachlich bezüglich des Artmasters bitte. Nur weil ich eine andere Meinung habe, bin ich nicht direkt ein schlechter Mensch. Ja, und ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.